Herr Professor Müller, Sie haben soeben ein Buch mit dem Titel Was ist Populismus? Herausgegeben. Auf dem Cover sieht man Marine Le Pen, Beppo Grillo, Donald Trump, Geert Wilders, den verstorbenen Hugo Chavez, dann Viktor Orban. Die Liste könnte noch um einige in Europa erweitert werden. Ist der Populismus jetzt die kommende Welle? Also es fällt schon auf, dass wir derzeit in vielen Ländern auf der ganzen Welt eine ganz ähnliche Konstellation haben, nämlich von Politikern, die nicht nur Eliten kritisieren, denn nicht jeder, der Eliten kritisiert, ist ein Populist, sondern die einen ganz dezidierten Alleinvertretungsanspruch stellen und sagen, wir und nur wir oder zum Teil auch ich und nur ich repräsentiere das wahre, moralisch reine, homogene Volk. Die Tatsache, dass die Konstellationen ähnlich sind, heißt nicht, dass die Gründe immer ganz ähnlich sind. Da gibt es schon viele nationale Besonderheiten. Man dürfte sich, glaube ich, auch das Leben nicht zu leicht machen, indem man jetzt so tut, dass beispielsweise in Venezuela oder auch in der Türkei alles zum Besten stand für die Demokratie und aus dem Nichts kam dann also ein verrückter Antipluralist namens Erdogan oder Chavez kam aus dem Nichts und hat also diese wunderschöne Demokratie Venezuela zerstört. Natürlich gab es in vielen Ländern, gibt es auch noch in vielen Ländern, den Ausschluss von vielen Teilen der Bevölkerung. Es gibt Leute, die gar nicht wirklich im politischen Prozess drin waren. Zum Beispiel in der Türkei war es völlig plausibel zu sagen, dass es gewisse Teile der Bevölkerung gab, die einfach so dem kemalistischen Image eines guten Türken nicht entsprachen. Die hat Erdogan natürlich in die Politik gebracht. Das ist auch in gewisser Weise ein Verdienst. Sollte man gar nicht in Abrede stellen. Nur irgendwann kippte dann der Anspruch, ich bringe die Leute mit rein, um in diesen moralischen Alleinvertretungsanspruch, dass es plötzlich hieß, aber eigentlich sind nur die das Volk. Nur meine Anhänger sind das Volk. Und die alten Eliten oder wer auch mit mir nicht d'accord geht, der gehört gar nicht dazu. Und das ist natürlich eindeutig gefährlich für die Demokratie. Das tritt jetzt gehäuft auch in Europa auf. Also wir sind hier in einem Land, wo der Vertreter einer rechtspopulistischen Partei bei der Volkswahl zum Bundespräsidenten 49,7% bekommen hat. Den Nationalpopulisten in Polen haben sie gar nicht mehr auf den Cover gebracht. Ich möchte eingehen auf Ihre Kernaussage. Das Kennzeichen des Populismus ist, dass der Populist oder die populistische Bewegung sagt, wir und nur wir sind das Volk. Und alle anderen sind eigentlich illegitim. Was ist das? Ist das gefährlich? Ist das, Sie schreiben, es ist antipluralistisch, sagen aber auch tendenziell antidemokratisch. Es ist antipluralistisch. Man sagt sozusagen, die anderen Mitwettbewerber um die Macht sind illegitim, sind auf irgendeine Weise schon korrupt oder müssen abqualifiziert keine echten werden. Österreicher, Türken, genau, Polen, genau. Ungarn. Also es ist immer Identitätspolitik. Es wird ja zum Teil auch gesagt, naja, aber die Populisten wollen doch nur den wahren Willen des Volkes endlich mal zur Geltung bringen. Das hört sich oft so an. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es klar, dass es letztendlich immer um eine Art symbolische Repräsentation des wahren Volkes geht. Der wahre Österreicher sieht so und so aus. Der wahre Franzose entspricht dann dem Idealbild eines konservativen, wahrscheinlich katholischen, vielleicht eher ländlichen etc. etc. Menschen. Also es geht letztendlich immer um eine Art von Symbol, Identitätspolitik, deswegen auch immer Ausschluss von gewissen anderen. Es ist eine ausschließende Politik. Es ist immer ausschließend. Es geht gar nicht so sehr um einen bestimmten Inhalt, dass man sagen könnte, wer den Inhalt vertritt, der ist automatisch Populist. Es wird ja zum Teil auch gesagt, Fremdenfeindlichkeit gleich Populismus, muss aber nicht so sein. Aber die brauchen immer irgendein Kriterium, und das ist ein moralisches Kriterium, mit dem sie sagen können, die gehören dazu und die anderen nicht. Das geht in der Demokratie nicht. Andererseits machen wir es uns vielleicht aber auch zu einfach, wenn wir jetzt sozusagen Pluralismus so als normative Trumpfkarte spielen würden und sagen, Pluralismus ist immer automatisch gut. Würden wir, glaube ich, so auch nicht sagen. Denn wenn wir jetzt
plakatives Beispiel, einen Neonazi jetzt neben uns sitzen hätten, der auch noch Teil der Diskussion wäre, würde man sagen, ja, es wäre noch pluralistischer, noch mehr Stimmen in der Diskussion, wie schön, und dann wird es auch bunter und vielfältiger und so weiter. Da denke ich, tut man sich auch keinen Gefallen, wenn man so tut, als sei Buntheit, Vielfalt also immer automatisch was Tolles und was Gutes. Das kann oft so sein, aber ich denke, Pluralismus ist in dem Zusammenhang hier nur so eine verkürzte Form, um eigentlich etwas anderes zu sagen. Nämlich, dass in einer Demokratie freie und gleiche Bürger irgendwie es schaffen müssen, mit Leuten zusammenzuleben, die in verschiedenen Hinsichten ganz anders sind. Und dass diese Andersheit, Verschiedenheit auch nicht einfach verschwinden wird, dass es auch vielen Leuten eigentlich nicht unbedingt gefallen wird, gefallen muss, aber man letztendlich doch sagt, gut, wir müssen uns irgendwie zusammenraufen, wir müssen irgendwie zusammenleben. Und dieser populistische Ansatz zu sagen, nee, das Einfachste ist immer zu sagen, die gehören gar nicht dazu. Da müssen wir gar nicht mit denen reden, die müssen gar nicht dabei sein. Wir formen sozusagen die Politik, die Republik, um nach unseren Vorstellungen. Das Recht hat in der Demokratie niemand. Da muss man einfach gucken, wie man mit Leuten zurechtkommt, die nicht so sind wie man selber. Die Frage ist, ob das erkannt wird, ob dieser Ausschluss, nur wir sind das Volk und ihr nicht, ja, ob das in der politischen Diskussion in Europa überhaupt erkannt wird. Es gibt ja auch viele, die sagen, naja, die Populisten erfüllen ja eine Funktion, ein Gegengewicht gegen die Mächtigen, die da oben, in vielen haben sie ja auch recht, sozusagen, man soll sie mal lassen. Ist das eine gefährliche Illusion? Ich würde zwei Dinge dazu sagen. Zum Ersten bin ich prinzipiell dagegen, dass man Populisten sozusagen von vornherein ausschließt. Denn man macht ja letztendlich dann genau das, was man ihnen vorwirft. Also ihr schließt moralisch aus, ergo schließen wir euch jetzt moralisch aus. Nur, mit Populisten reden heißt nicht, wie Populisten reden. Man kann ja durchaus sagen, gut, was sind ihre Argumente, was sind die Probleme, die sie ansprechen möchten und so weiter. Das kann ja alles erstmal auf den Tisch. Nur, die Einrahmung oder Darstellung von solchen Problemen muss man natürlich nicht automatisch übernehmen. Also wenn früher die Front National in Frankreich sagte, gut, es gibt 1 Million Einwanderer und es gibt 1 Million Arbeitslose, dann gab das natürlich sozusagen eine vermeintliche Lösung des Problems vorher. Ja. Man kann ja durchaus sagen, gut, Arbeitslosigkeit ist in der Tat ein Problem. Das haben die Populisten jetzt nicht sich irgendwie ausgedacht oder das ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie. Darüber muss man reden. Aber ich muss diesen Lösungsansatz nicht sofort übernehmen. Das ist das eine. Das andere ist allerdings, weil sie ja auch sagt, naja, die geben sozusagen den Eliten dann doch ein bisschen Zunder und ist da vielleicht doch ganz gut, dass die dabei sind. Ich würde Folgendes sagen, dass die spezifische Konstellation, die wir heute in Europa haben, insofern eine sehr unglückliche ist, als dass wir zwei Phänomene haben, die auf den ersten Blick so aussehen, als würden sie sich völlig widersprechen. Nämlich auf der einen Seite Populismus und auf der anderen Seite das, was man sehr verkürzt Technokratie nennen könnte. Mhm. Sprich Akteure, die sagen, es gibt im Grunde nur eine rationale Lösung für ein gewisses Problem. Auf den ersten Blick völlig verschieden. De facto haben sie aber eins gemeinsam. Denn beide sagen ja im Grunde, wir brauchen gar keine demokratische Debatte. Wir brauchen auch keine parlamentarische Schwarzbude, denn es gibt ja angeblich nur die eine rationale Lösung. Oder für die Populisten, es gibt nur den einen wahren, authentischen Volkswillen. In beiden Szenarien, in beiden Varianten braucht sozusagen die verantwortungsvolle Elite das nur einfach umsetzen. Und sozusagen die Auseinandersetzung brauchen wir gar nicht mehr. Und das müsste man eigentlich wieder stark machen, aber das tun Populisten meiner Ansicht nach eben gerade nicht, weil sie ja gerade das abwürgen und sagen, wir kennen den Volkswillen doch immer schon. Das heißt, Daher brauchen wir keine kritischen Medien. Absolut nicht. Ja. Wir brauchen auch, weil gerade richtig, das Stichwort Medien allein dem Wortsinne nach vermitteln ja, während sie ja, die Populisten ja im Grunde sagen, nein, wir wissen das direkt schon. Wir können sozusagen den Volkswillen immer automatisch ablesen und die gute Elite, im Gegensatz zur schlechten Elite, die jetzt gerade dran ist, setzt das dann um. Und das sagen also Figuren wie Christoph Blocher auch ganz eindeutig und ganz direkt. Die sagen nicht, wir wollen keine Eliten mehr. Blocher ist ja selber auch Elite, ganz eindeutig, genau wie Herr Wilders und viele andere. Wir brauchen halt nur aus deren Sicht die gute Elite, die dann den Volkswillen angeblich ganz einfach und 1:1 umsetzen kann. Und das ist nicht hilfreich. Wir haben jetzt eine Wahlanfechtung der Freiheitlichen Partei. Es hat sicherlich Unregelmäßigkeiten in dem Sinn gegeben, dass
nicht ausgezählt, das schon am Vorabend ausgezählt wurde und nicht erst am nächsten Abend, wo es und so weiter. Von der Sache her ist mit größter Wahrscheinlichkeit hat keine Wahlfälschung stattgefunden. Trotzdem hämmert die Freiheitliche Partei auf diesem Thema herum. Also ich empfinde das als den Versuch, den anderen zu delegitimieren. Der gehört ja nicht zum wahren Volk. Unserer ist das wahre Volk. Und daher müssen wir ihn also mit Zähnen und Klauen und so weiter bekämpfen. Würden Sie dem folgen oder ist das eine falsche Analogie? Also ich will mich jetzt um Gottes Willen nicht als Österreich-Experte verkaufen. Andererseits denke ich schon, dass das Muster, was Sie ansprechen, in der Tat bei sehr, sehr vielen Populisten zu finden ist, dass man zumindest immer, auch wenn man nicht unbedingt anfechtet, so eine Schere aufmacht zwischen dem empirischen Wahlergebnis und dem moralischen Wahlergebnis. Und sozusagen immer diese Trumpfkarte in der Hand hält und sagt, naja, die schweigende Mehrheit hat aber irgendwie doch anders gedacht. Oder wenn das Volk nicht irgendwie daran gehindert worden wäre oder wenn die Medien nicht falsch berichtet hätten. Oder wenn das Wetter besser, oder was auch immer es gewesen sein mag. Ja. Sozusagen, es werden damit automatisch die bestehenden Institutionen delegitimiert in Zweifel gezogen. Also denken Sie nur zum Beispiel an Viktor Orban 2002, der dann zwar die Niederlage empirisch doch eingestand, aber sofort sagte, die Nation kann gar nicht in der Opposition sein. Daraus folgt natürlich sofort, aha, die gewählte Regierung repräsentiert die Nation eigentlich überhaupt nicht. Das sind Usurpatoren, oder? Genau. Ja. Aber das wiederum ist auch, denke ich, ist auch nicht irgendwie harmlos, wo man sagt, naja, dann kritteln die halt so ein bisschen rum, nun gut, aber das machen ja nicht alle in der Demokratie. Damit macht man es auch wieder zu einfach. Denn sozusagen, da ist sofort so eine abschüssige Bahn da zu den Verschwörungstheorien. Dass man sagt, aha, das Volk ist aber eigentlich daran gehindert worden, sich richtig auszudrücken. Das heißt, auch da ist wieder irgendwas im Argen mit unseren demokratischen Institutionen, die Medien natürlich sowieso. Also im Grunde sät man da sehr, sehr bewusst Zweifel an Institutionen, die natürlich nicht perfekt sind, die man ja auch kritisieren darf, das ist ja völlig in Ordnung, aber die doch in vielen europäischen Ländern doch mit so einigermaßen leidlich funktionieren. Und deswegen ist es auch nicht harmlos, die sozusagen ständig in gewisser Weise zu delegitimieren, nur weil man selber nicht gewonnen hat. Verschwörungstheorien und Populismus gehen Hand in Hand. Das kann man überall nachlesen. Also ich muss leider wieder das österreichische Beispiel nehmen. Unmittelbar nach der Wahl, die Bilderberger haben das schon vor Monaten festgelegt, dass die Wahl so ausgeht. Ja, das steht auf Facebook. Ja, und kriegt hunderte Likes. Sie schreiben in Ihrem Buch, man darf die Populisten, ihre Wähler, nicht nur als reine Verlierer betrachten. Aber sind Leute, die zu solchen Verschwörungstheorien greifen müssen, nicht doch Verlierer, Abgehängte? Ich wäre mit der These sehr vorsichtig. Es sind sicherlich Leute, die sich auf irgendeine Weise auch in ihrer Identität bedroht fühlen. Denn wenn Sie meiner These folgen, dass Populismus immer eine Form von Identitätspolitik ist, dann geht es auch nicht nur um materielle Interessen. Da würde man es sich dann auch zu einfach machen und zu sagen, na gut, wir müssen halt mal irgendwie die Sozialdemokratie mal so en passant neu erfinden, wie immer das dann vielleicht gehen sollte. Da denke ich, muss man leider sich dann zum Teil auch ein bisschen auf diese Ebene einlassen und sagen, gut, was genau stört die Leute denn? Und wie kann man vielleicht auch darüber reden? Aber diese, ich würde sagen, Pathologisierung, wo man ja auch sofort sagt, naja, das sind Leute, die verstehen die Welt alle nicht, das ist alles zu komplex für sie. Oder sie sind voller Ressentiments und Wut und so weiter. Da denke ich, klingt dann zu leicht, wenn Sie mir das verzeihen, immer so was leicht von oben herab von Attitüde mit. Die Versuchung ist groß. Die Versuchung ist ja auch nicht immer völlig falsch. Ja. Ich würde auch nicht sagen, alles, was Sie sagen, muss man sofort ernst nehmen und ist richtig. Nur es wird ja auch nicht sozusagen jemand aus dem Nichts einfach wüten. Es gibt ja Gründe auch vielleicht für diese Wut, was auch wiederum nicht heißen soll, dass man die Selbstpräsentation der Gründe dann für bare Münze nehmen muss. Überhaupt nicht. Aber ich denke, man tut sich letztendlich keinen Gefallen, wenn man sagt, gut, das sind im Grunde alles Leute, die irgendwie emotional nicht so ganz in der Balance sind und so weiter. Da müsste man erst mal schauen. Und es gibt genug Leute von denen auch, und das ist auch empirisch zum Teil schon ganz gut nachgewiesen, die sich sozusagen genau andersherum verstehen und sagen, wir sind doch eigentlich die kritischen Bürger, denn wir hinterfragen ja auch und wir sozusagen engagieren uns ja auch. Sonst, wenn wir wirklich so wären wie die totalen Verlierer, dann würden wir ja auch gar nicht in Dresden auf die Straße gehen oder wir würden uns gar nicht Gedanken darüber machen, wie die Welt wirklich funktioniert.
Wie gesagt, das ist jetzt kein Blankoscheck, um zu sagen, deswegen ist das alles in Ordnung und die sind genauso Teil der demokratischen Debatte. Nur, denke ich, um irgendetwas zum Teil auch dann gegen das Phänomen zu tun, müssen wir uns schon so viel Mühe geben wie möglich, auch wirklich an die Gründe ranzukommen und diese Menschen, die ja letztendlich doch dann bitteschön auch Bürger sind, müssen in gewisser Weise auch erstmal als Bürger ernst genommen werden. Wenn man die Populisten ranlässt, es gibt ja wieder bei uns echte Überlegungen, naja, die lassen wir mal ran, dann werden sie schon auf die Nase fallen. Ist das eine verfehlte Hoffnung oder sollte man das probieren? Also ich denke, es gibt in dem Bereich zwei sehr weit verbreitete Meinungen, die meiner Ansicht nach beide falsch sind. Die erste Meinung ist, naja, letztendlich sind das doch alles Protestparteien und schon logischerweise können Protestparteien gar nicht regieren, denn man kann ja nicht dann in der Regierung ständig gegen sich selber protestieren. Das ist eine verbreitete Meinung. Die andere ist, naja, da gibt es immer eine charismatische Führungsfigur und wenn die erstmal weg ist oder sich in der Regierung entzaubert hat, als inkompetent herausgestellt hat und so weiter und so fort, dann ist der Spuk auch vorbei. Beides scheint mir falsch. Es gibt genug Beispiele, nicht zuletzt denke ich in Österreich, wo man inzwischen gemerkt hat, so läuft das nicht. Warum läuft es nicht so? Zum einen können Populisten durchaus regieren. Sie regieren aber, wenn sie genug Raum und genug Macht haben, auf eine ganz spezifische Weise. Nämlich auf eine Weise, die im Einklang steht mit ihrem Anspruch auf moralische Alleinvertretung. Also wenn sie zum Beispiel, wie wir es jetzt also wirklich schon klassisch sehen, in Ungarn und in Polen, sich erstmal den Staat einverleiben und sozusagen alles politisieren in ihrem Sinne. Oder wenn sie die Zivilgesellschaft zurückdrängen oder ganz unterdrücken. Oder wenn sie auch, wie es ja, denke ich, auch legitimerweise, also kann man legitimerweise sagen, in Kärnten bei Haider der Fall war, sich als sehr korrupt rausstellen. Da sind das alles Sachen, wo man sofort sagen würde, naja, das kann doch nicht attraktiv sein für irgendjemand. Die machen ja letztendlich was ganz Ähnliches wie die alten Eliten, die sie immer kritisiert haben. Nur, sie machen das ja immer mit dem Anspruch, wir repräsentieren das wahre Volk. Und dann können sie sozusagen immer auf die Kritik antworten, indem sie sagen, aber natürlich darf das wahre Volk sich seinen Staat nehmen. Natürlich tun wir was für die, die sozusagen so wie wir sind, nämlich das wahre Volk. Natürlich dürfen wir dann die 100-Euro-Scheine verteilen, denn das soll doch was Gutes fürs Volk getan werden. Und auch bei der Zivilgesellschaft ist es ja sehr interessant, dass, wie bei Erdogan, wie bei Putin auch, oder jetzt auch sehr stark bei Orban, wenn es dann Kritik gibt, dann wird sofort versucht nachzuweisen, dass das ja gar nicht die Zivilgesellschaft ist. Das sind ja ausländische Agenten und so weiter. Denn das kann ja gar nicht sein, dass das Volk jetzt irgendwie gegen uns ist, denn wir repräsentieren doch auf einzig legitime Weise das Volk. Und das sind Sachen, die, ich will nicht sagen, dass die ewig funktionieren werden, das keineswegs. Aber das hat so eine gewisse Struktur und Kohärenz. Und da haben wir auch inzwischen genug Beispiele, wo man merkt, aha, das kann sich ziemlich lange erhalten. Und es ist dann auch naiv zu denken, aha, ich muss ja nur mal zeigen, wie korrupt vielleicht Herr Erdogan oder Herr Haider und so weiter waren. Und dann wird sozusagen dann sagen alle, ach ja, stimmt ja. So läuft es offenbar nicht. Und deswegen ist es also, würde ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sagen, es ist also eine fromme Hoffnung zu denken, naja, die werden immer automatisch scheitern und die werden sich entzaubern. Keineswegs. Sondern man muss kämpfen. Man muss kämpfen und man muss vor allem so kämpfen, dass man die Leute versteht, aber gleichzeitig nicht so kämpft, dass man so wird wie sie. Musik.